Moin Moin Leute, hier ist Janis hier und willkommen zu Let's Play One Piece Treasure Cruise, japanische Edition. Und ja, wir sind schon auf der Extrainsel. Der Raid Boss, den schaffe ich leider nicht, noch nicht mal annähernd. Deshalb senden wir den jetzt erstmal zurück, ne? Also den machen wir das nächste Mal, wenn er wieder da ist. Und machen deshalb erstmal eine Extrainsel und dann versuchen wir uns vielleicht nochmal am Ähneln, ne? Also, ich war so am Überlegen, was können wir uns da machen? Wir haben den Fisch dann letztes Mal gemacht. Machen wir jetzt Zuru oder so? Gehen wir mal Zuru. Und am besten mit einem Psy-Team, aber ich habe nicht wirklich ein gutes Psy-Team außer halt Gab. Und das könnte man natürlich auch noch mal anstellen. Ja, gehen wir mal mit Gab da rein. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? Viel Leben, viel ATK, also eigentlich sollte das gut hinhauen. Ja, ich bin ja gespannt, was hier jetzt noch alles angesagt wird, vor allem aber auf der globalen Edition, vor allem was das große Secret ist. Das Rätsel ist immer noch nicht gelöst. Und noch keine weiteren Hinweise von Bandai, was genau da auf uns zukommt. Keine Ahnung, keiner weiß, was passieren kann. Es ist crazy, es ist einfach nur wie eine ganz große Schnitzeljagd, wo keiner was, wo keiner Hinweise bekommt, ja. Also das ist wirklich, ja, wirklich sehr, sehr komisch. Ja, also ich habe jetzt von einem Fan, wurde ich auch wieder auf Facebook angeschrieben, der hat dann gedacht, dass das die, diese Chopper-Extrainsel ist mit einer Form von Choppern da drauf. Bezweifle ich aber einfach, weil es um die 66 Stunden geht. Deshalb, die 66 Stunden, das ist das, was mir irgendwie so komisch daran scheint. Ja, deshalb kann ich mir auch nicht wirklich irgendwas zusammenreimen, was jetzt genau 66 Stunden dauern würde. Das ist ja das Komische, ne? Alles andere wäre für mich noch relativ plausibel. Aber das ist einfach so. Warum? Warum? Warum geht er 66 Stunden? Auf Japan haben wir auch noch nicht sowas ähnliches. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist halt wirklich, ein Voting-System, irgendein großes Event, wo man Turtles und Rainbow Gems oder sowas bekommen kann, wo man abstimmen kann. Denn wiederum geht das um 10 Uhr los, ne? Und da, wo immer die Updates kommen, also keine Ahnung. Das ist echt sehr, sehr komisch. Dass auch echt niemand was weiß, auch noch nicht mal Tipps oder sowas bekommen haben. Ja, aber auf die japanischen sieht das Ganze hier anders aus. Wir haben jetzt gerade die Raid-Bosse hintereinander. Also, dass wir alle Raid-Bosse, also nicht alle, aber viele Raid-Bosse hintereinander haben. Deshalb, ne, viele Raid-Bosse hintereinander ist dann einfach sozusagen schon, ja, wie soll man das nennen, ist eigentlich schon fast besser als so ein Event, ganz einfach, weil man aus den Raid-Bossen so viel mehr rausholen kann. Das Problem ist halt, ich kann noch nicht alle machen, aber, ne, die Zeit wird kommen, dass wir ein gutes Team damit zusammenbauen können. So, dass wir dann auch irgendwann hier die 40 Stamina machen können. So, und hier, falls sie ignoriert wird, heilt sie alle um sich rum, das weiß ich noch von der Version damals. Ich denke, wir greifen sie einmal an und dann gehen wir gleich auf sie auf ihren Umfeld. So. Okay, sie heilt trotzdem. Das dachte ich mir irgendwie schon. Okay. Ja, setzen wir mal den Chopperman ein, ja, und hier uns mal für 1224. Chopperman. Ja, definitiv ein paar lustige Filler-Episoden, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also ich meine, die waren eigentlich fast alle gut.
Vor allem, da sie auch eher in einem anderen Stil gehalten sind. Ja, das ist ja wirklich... Ich fand die gut. Ich mag Superheldenfilme, ne? Deshalb fand ich das auch schon relativ lustig. So viel dazu. Ja, hielt dich mal. Und damit sollte die 15 Stamina-Version auch gleich down sein, also die Elite-Version. Aber eine nette Insel. Nicht zu schwer. Nicht zu einfach. Vor allem für die 15 Stamina-Version. Es wird nochmal geheilt, eine Runde. Nicht so schlimm. Hab jetzt keinen Grund, Impact einzusetzen. Deshalb kloppen wir da einfach so rauf. Zack. Kein Drop, ist logisch, weil wir schon einen Drop von der Stage hatten. War zwar nur ein Babyback, aber auch nicht schlimm. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir denn eigentlich ein Skillbuch bekommen? Das können wir uns dann ja auch nochmal angucken. ...2500, das ist auch ganz gut, ne? So, ne, aber viele, viele Marine. Haben wir schon fast das ganze Marine-Team komplett. So, und was können wir uns jetzt nochmal gönnen? Ich hätte jetzt sogar nochmal gesagt, ne, einfach nur aus Jux und Dollerei, obwohl ich das höchstwahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber gönnen wir uns doch mal Enel hier. Allein schon, weil er einfach zwei halbe Stamina ist. So, mal gucken, ob hier natürlich wieder kein Enel da ist. So. Vista ist natürlich auch interessant. Ja, wir versuchen das mal mit Vista. Eine Mischung aus Vista und Tolnami. Dann... Muss mal eben gucken, ob wir da uns noch was Besseres zusammenstellen können. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Der Nightmare Luffy nimmt da relativ viel weg am Platz. Achso, übrigens, ich hab Z. Den habe ich mir gefarmt. Ja, wie sieht der denn überhaupt aus? Ja, ne? Relativ wenig, ist noch relativ low level, deshalb lohnt sich das in dem Sinne noch nicht so. Bis jetzt sah eigentlich das so am besten aus. Tauschen wir mal eben die Plätze. Und du, wie viel habt ihr? Ja, sehr gut. Stimmt. So soll das gut laufen. Schön viel AP haben die. Okay. Ein neuer Versuch, ein neues Team. Könnte es klappen? Vielleicht? Nein? Ja? Nein? Nein? Vielleicht? Wir werden das alles sehen. Was die Folge natürlich noch etwas länger machen wird, weil die Insel halt nicht die schnellste ist, die vorbeigeht. Ich bitte das zu entschuldigen, ja. So. So. Ich glaube, wir brauchen hier auch noch nicht mal wirklich groß stallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mal gucken. So, hier gibt es einmal ein Defense-Buff für ihn selber, ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist eigentlich ganz okay. Können wir noch eine Runde mehr rausholen. Einfach, weil wir es können. Haben wir jetzt auch immerhin einen, der keinen Debuff bekommt, weil er wirklich im Himmel selber geboren ist. Oder eher gesagt zwei, die aber eine Unit sind. Zack. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze hier jetzt abläuft. Ob wir überhaupt eine Chance haben gegen ihn.
oder ob wir elendig versagen werden. Das und viel mehr in der nächsten Folge von Dragon Ball Z, verdammt. Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht in der nächsten Folge von Dragon Ball Z, denn es geht hier weiter, ja, in diesem Part, an diesem Sonntag, wo Schnee gefallen ist, bei mir auf jeden Fall. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Das Jahr vergeht wie im Flug, es schneit draußen. Schnee liegt auf den Dächern. Ganz ehrlich, ich freue mich schon auf die Weihnachtszeit. Ich war mal schon einer, der sich da ja sehr drauf gefreut hat. Nämlich altmodisch, ich mag einfach Feste feiern. Ja, mit der Familie vor allem. So, 6 von 7, geißen wir da. Und dann sehen wir, ob diese Strategie klappen wird oder daneben gehen wird. So, lassen wir den jetzt erstmal in Ruhe. Jetzt gibt es natürlich nur 2000 Damage. Das Gute ist aber, wir haben ja wenigstens den HP-Booster von Vista. Deshalb können wir das noch ein bisschen überleben. Da ist die Immunität. Aber erstmal lassen wir mal den Vista Fix Damage los. Was natürlich hier nicht viel ist. Aber immerhin. Okay, einmal die Defense ab, also da müsste ich ja noch mal gucken. Ich könnte Nami, ja komm. Dann gehen wir jetzt mal voraus und geben Nami auch noch ihren Orb. Okay, so schlecht war das gar nicht. Das Ding ist, er greift wirklich so oft an, ey. Er hat wirklich diesen einen Runden Cooldown. Dann kriegen wir auch noch den Stage-Effekt. Ne? Also dieses Blitzen, das sind auch nochmal 1200 Schaden. Alle zwei Runden. Genau. Ah, das ist echt bitter. Das ist echt sehr, sehr bitter. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann mit Double Vista doch noch so schnell, noch schneller gehen würde. So. Zack. Jetzt mal gucken. Ich meine, selbst ohne diesen, also mit dem Schild removed, nimmt er nicht wirklich viel mehr Schaden. Oh, verdammt, nein! Nein, ich glaub's nicht. Oh mein Gott, nein. Nein. Verdammt. Es hätte doch so schön werden können. Es hätte doch so schön werden können, Enel. Und jetzt zerstörst du alles. Verdammt. Okay, das war ein guter Versuch sogar. Da kann ich mich eigentlich gar nicht für beklagen. Ich denke, das dürfte ich noch schaffen. Das dürfte ich sogar offscreen schaffen. Wenn ich jetzt noch ein paar Versuche habe. Aber hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat diese etwas längere Folge gefallen. Falls es euch gefallen hat, einfach den Daumen nach oben drücken. Das heißt, dass ihr diese Serie gut findet, dass ihr das Let's Play gut findet. Das gibt mir einfach, ja, die Bestätigung, dass ich das weitermachen soll. Dann ist natürlich auch noch da die Comments, also das Kommentieren. Das, wie gesagt, ich höre es immer gerne, falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Sachen sagen wollt zum Spiel.
dafür sind die Kommentare da. Und wie immer, falls ihr kein Video verpassen wollt, einfach den Abonnieren-Knopf drücken. Dann bekommt ihr immer das Box in das neueste Video in die Abo-Box. Und dann bekommt ihr auch eine kleine Nachricht, wenn ihr die kleine Glocke auf meinem Kanal drückt, wenn ihr auf Mobile seid. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal auch. Bis denn und ciao!